Now, if we are sons of God, nun, wenn wir Söhne Gottes sind, we have his mind. Dann haben wir auch seine Gesinnung. So we think like the son. Also wir denken wie der Sohn. And that is what makes the difference. Und genau das macht den Unterschied aus. And to think like the son, damit wir wie der Sohn denken, you must know what the father thinks about you. Müssen wir genau das erkennen, was der Vater über uns denkt. Because in this world in which we live, denn in dieser Welt, in der wir wohnen, there are many opinions, gibt es viele Meinungen. But we will have to come to this place, doch wir müssen zu diesem Punkt kommen, where we are unshakable, wo wir unerschütterlich sind, where we are persuaded, wo wir überführt sind, that it is only the opinion of God that matters to us. Nämlich es ist nur die Meinung Gottes, die uns zählt. God is not beyond his thoughts. Denn Gott ist nicht mehr als seine Gedanken. He's not greater than his thoughts. Gott ist nicht größer als seine Gedanken. God cannot walk beyond his thoughts. Gott kann nicht also anders wandeln als seine Gedanken. In other words, anders gesagt, his very life, sein eigenes Leben, is in his thoughts, wohnt in seinem Gedanken. And so when his thoughts is known, und dementsprechend, wenn seine Gedanken bekannt sind, not only God is known, nicht nur Gott wird gekannt, but his life can be experienced, sondern sein Leben kann erfahren werden. Because his life is his thoughts. Denn sein Leben ist seine Gedanken. And so that is why the word of God tells us, deshalb berichtet uns das Wort Gottes, that Jesus Christ is the word of God. Dass Jesus Christus das Wort Gottes ist. He's the thought of the Father. Er ist der Gedanke des Vaters. And as the thought of the Father, und als Gedanke des Vaters, he is the life of God. Er ist das Leben Gottes. And so God has given to us Jesus Christ. Also Gott hat uns Jesus Christus gegeben. That we may also have the life that he has. Damit wir dasselbe Leben haben wie er. Now if we have Jesus, wenn wir Jesus haben, we have the life of God. Dann haben wir das Leben Gottes. Now it's not important, it won't be beneficiary for us to know. Only. Also das nutzt uns nichts, wenn wir nur erkennen. We have to be aware of it. Sondern wir müssen dessen bewusst sein. So that we become an experience of this life. Damit wir eine Erfahrung bzw. ein Erlebnis von diesem Leben sind. Now, when we talk about our identity, nun, wenn wir über unsere Identität sprechen, it's not just a label that we, you know, we attribute to a certain category of people who have come to know God. Identität ist nicht nur eine Marke. Die Menschen, die sich mit Christus, ich sag mal so, mit Christus abgeben, tragen. It embodies everything that God is and everything that God has. Die Identität verkörpert alles, was Gott ist und alles, was Gott hat. Because God is unsearchable. Denn Gott ist wirklich unausforschlich. And so everything about God has to be known. Und deshalb muss alles über Gott gekannt werden. And so our identification to him has to do with our knowing him. Unsere Identifizierung mit Gott hat mit unserer Erkenntnis mit Gott zu tun. So it is not sufficient for us to say we identify to Christ. Also das reicht nicht aus, nur zu sagen, ich identifiziere mich mit Christus. Because Christ is vast. Denn Christus ist wirklich, wirklich weitreichend. He is unsearchable. Er ist unausforschlich. So the more he unveils himself, umso mehr er sich selbst zeigt, we begin to know, desto mehr erkennen wir the things that pertains to him, Dinge, die zu Christus gehören, which is also true of us. Und diese Dinge sind auch wahr über uns. It is so important for us to lay down this foundation. Es ist sehr wichtig, dass wir folgende Grundlage festlegen. Who is a man? Wer ist ein Mensch? What is a man? Was ist ein Mensch? Because if we don't lay this foundation, it becomes so important for us to relate to what God is saying to us. Denn wenn wir diese Grundlage nicht festlegen, dann ist unser Verhältnis zu Gott gestört. What is a man? Was ist ein Mensch? To put it very simple. Also wirklich ganz einfach für jeden begreiflich zu legen. Man is a spirit embodied. Der Mensch ist Geist verkörpert. Man is a spirit. Der Mensch ist Geist, which is in a body. Und dieser Geist wohnt in einem Körper. So God has embodied
a spirit. God has embodied a spirit. Das bedeutet, Gott hat einen Geist mit Körper ausgestattet. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now this is so important. Denn das ist sehr wichtig. Because when we realize this, wenn wir dies feststellen, we begin to understand the communication of God. Dann begreifen wir die Kommunikation Gottes. So what is then God saying to you? Also was sagt Gott zu dir? Now, if man is a spirit, wenn der Mensch Geist ist, God gave to man something important. Und Gott gab den Menschen etwas Wichtiges. For him to realize himself. Damit der Mensch sich selbst auch feststellt und entdeckt. For him to recognize himself as a spirit. Damit der Mensch sich selbst als Geist erkennt. Your spirit. Du bist Geist. A spirit is not is unrecognizable. Also ein Geist ist unerkennbar. It is irrealizable. Also ein Geist kann man nicht festlegen oder festgreifen. But this is who you are. Doch genau der bist du. And so for you to realize that, doch damit du genau feststellst, dass du Geist bist, God gave us a soul. Gab uns Gott eine Seele. Now our soul is to know. Unsere Seele ist dafür da, damit wir erkennen. Amen. Amen. So let us not make it complicated, simple. Also, our soul is to know. Unsere Seele ist für die Erkenntnis da. To know us as spirit. Und was soll nun die Seele erkennen? Die Seele soll uns selbst als Geist erkennen. Amen. Amen. But there is a possibility. Doch die Möglichkeit besteht, for the soul not to know you. Dass die Seele statt dich als Geist zu kennen, dass die Seele was ganz anderes erkennt. So you're a spirit. Du bist Geist. But what the soul knows about you is different from what you are. Doch was die Seele über dich erkennt, ist ganz anders als das, was du wirklich bist. This is what has happened. Und genau das ist geschehen. Through the fall of Adam. Durch den Sündenfall Adam. So when man has fallen, als der Mensch abfiel, he fell because he received another knowledge in his soul. Der Mensch fiel ab, weil die Seele des Menschen eine andere Erkenntnis über den Menschen empfangen hat. Amen. Amen. And this knowledge, und diese Erkenntnis, makes man to see himself, sorgt dafür, dass der Mensch sich selbst betrachtet, from the possibility of being something and opposite to that which he sees himself to be. Nämlich von der Möglichkeit, das eine zu sein, aber er betrachtet sich selbst als das Gegenteil von dessen, was er ist. Amen. Amen. So when your soul sees that you can be good and you can also be bad, wenn deine Seele dich wahrnimmt, dass du gut sein kannst und gleichzeitig auch schlecht. You can be rich and you can be poor. Du kannst reich sein und gleichzeitig auch arm. If your soul sees from that possibilities, wenn deine Seele dich und zwar aus dieser Möglichkeit wahrnimmt, your soul has a problem. Dann hat deine Seele ein Problem. Why? Warum? Because you are a spirit. Weil du Geist bist. And as a spirit, und als Geist, there is only one knowledge about you. Es gibt nur eine Erkenntnis über dich. Hallelujah. Hallelujah. No, let me repeat again. Also das wiederhole ich nochmal. So important. Also das muss wirklich sitzen. As a spirit, als Geist, you, the knowledge about you is only one. Die Erkenntnis über deine Person ist nur eins. Amen. Amen. You reach. Du bist reich. You're blessed. Du bist gesegnet. You're powerful. Du bist kraftvoll. You are good. Du bist gut. Amen. Amen. That is the knowledge about you. Das ist die Erkenntnis über dich. So that man God puts in a body. Nun, dieser Mensch hat der Gott in einem Körper hineingetan. But the soul of man, doch die Seele des Menschen, begins to see man different from who man is. Fängt an, den Menschen wahrzunehmen
anders als wer der Mensch tatsächlich gemacht wurde. And so what is salvation? Also, was ist Errettung? Now, I want to talk about salvation from another perspective. Ich möchte über die Errettung sprechen von einem ganz anderen Blickwinkel. Because the word of God talks to us about the salvation of our soul. Denn das Wort, die Schrift spricht zu uns über die Errettung unserer Seele. Hebrews 10, the verse number 39. Das finden wir in Hebräerbrief 10, Vers 39. James 1, the verse number 21. Jakobus 1, Vers 21 sagt drüber was. First Peter 1, the verse number 9. 1. Petrus 1, Vers 9 gibt uns Hinweis. It is so clear. Also in diesen Schriften steht es ganz klar, that God wants to save our soul. Dass Gott unsere Seele retten möchte. Because our soul has harbored knowledge about ourselves, which is false. Denn unsere Seele hat über uns Erkenntnis gespeichert, die falsch sind. So the purpose, also der Zweck of our soul, unserer Seele, is to know, ist zu erkennen. Is to know who we are. Ist zu erkennen, wer wir sind. And who we are. Und wer wir sind. Is absolute. Ist absolut. It is not relative. Es ist nicht relativ. It is absolute. Wer wir sind, ist absolut. And so when your soul gets to that purpose, also wenn deiner Seele diese Absolutheit deines Daseins ergreift, it is saved. So wird die Seele nun gerettet. The salvation of our soul. Die Errettung unserer Seele. Romans 5. Schlag mal bitte mit mir auf. Römerbrief Kapitel 5. The verse number 10. Wir lesen Vers 10. Romans 5, the verse number 10. Römerbrief 5, Vers 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Amen. Amen. So here Paul, you know, is trying to explain to us something. Also Paulus erklärt uns hier etwas. It says when we were enemies, nämlich als wir Feinde waren, when we see ourselves contrary to who we are, als wir uns selbst wahrgenommen, und zwar entgegengesetzt dem, was wir eigentlich sind, we were restored back to God. Wir wurden durch Christus zu Gott zurückgeführt. What does that mean, reconciled? Also was heißt das, versöhnt zu sein? Because God created us in his image. Denn Gott schuf uns, und zwar nach seinem Ebenbild. So as God is, so are we. Sprich, so wie Gott ist, so sind wir auch. But as enemies, we see ourselves different from God. Doch als Feinde betrachten wir uns selbst anders als Gott. And so in the death of Jesus we were reconciled, we were bring back into equality. Durch den Tod Jesu wurden wir versöhnt. Das bedeutet, wir wurden zur Gleichheit, zur gleichen Stufe mit Gott gebracht. Now through his son, durch seinen Sohn, God has revealed to us, hat Gott uns gezeigt, who we really are, wer wir wirklich sind. God has communicated through Jesus, durch Jesus hat Gott uns übermittelt, the knowledge of ourselves, nämlich die Erkenntnis unserer selbst. And so now being reconciled, nun jetzt, wo wir versöhnt sind, now being reconciled, nun in der Versöhnung. Look at what he says. Schaut euch mal an, was er sagt. He says, much more being reconciled, we shall be saved by his life. Nämlich vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben werden wir gerettet. Now we shall be saved. Wir werden gerettet. By his life. Und zwar durch sein Leben. How then do we receive his life? Die Frage stellt sich, wie empfangen wir sein Leben? Because salvation of our soul, denn die Errettung unserer Seele, is dependent of the life of God in us. Ist abhängig von dem Leben Gottes in uns.
But how then do we receive that life? Doch wie empfangen wir dieses Leben Gottes? We're talking about our soul here. Wir sprechen über unsere Seele. And our soul is a place of knowledge. Denn unsere Seele ist ein Ort der Erkenntnis. Now look at how Jesus explained to us life eternal. So, schaut euch mal an, wie Jesus uns ewiges Leben erklärt. In John 17, the verse 3. Das finden wir in Johannes Evangelium 17, Vers 3. He said, this is life eternal. Dies ist ewiges Leben. That we may know God. Damit wir Gott kennen. And Jesus Christ. Und Jesus Christus. Whom he sent. Sein Gesandten. So how do your soul receive life? Also, wie empfängt deine Seele Leben? True knowledge. Durch Erkenntnis. Knowledge of Christ. Welche Erkenntnis? Die Erkenntnis Christi. So when your soul knows Christ, wenn deine Seele Christus erkennt, your soul become saved. So wird deine Seele gerettet. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, we all know that Jesus Christ has come to save us. Wir alle wissen, dass Jesus Christus gekommen ist, um uns zu retten. He has given to us life. Er hat uns Leben geschenkt. In abundance. Und zwar in Überfluss. Why are we not receiving that life? Warum empfangen wir dieses Leben nicht? Why are we not experiencing the life he has given? Warum erfahren wir das Leben Christi nicht? Because our soul must know. Weil unsere Seele erkennen muss. And so when we know Jesus, also wenn wir Jesus erkennen, because in Jesus is the absoluteness of our identity. Denn in Jesus gibt es die Absolutheit, die Totalität unserer Identität. Because who you are, denn wer du bist, is who Jesus Christ is. Ist genau wer Jesus ist. Amen. Amen. So Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. So the truth about you and I. Also die Wahrheit über dich und mich. Is in Christ. Befindet sich in Christus. And so when you know Christ, wenn du also Christus kennst, you know who you are. Dann erkennst du wer du bist. And the knowledge of Christ that you know. Und diese Erkenntnis Christi, die du bekommen hast, makes you free. Setzt dich frei. Saves you. Rettet dich. Amen. Amen. So, to know the truth, die Wahrheit zu erkennen, also, is not only about the one who is the truth, heißt nicht nur, nämlich denjenigen zu kennen, der die Wahrheit ist. But it's to know that you and I, we are in the truth. Sondern es auch, heißt auch, dass du und ich, nämlich heißt auch zu erkennen, dass du und ich, wir sind in der Wahrheit. And so every knowledge about you and I in Christ, also jegliche Erkenntnis über dich und mich in Christus, is absolute. Ist absolut. It is not relative. Das ist nicht relativ. Amen. Amen. It's absolute. Es ist absolute Erkenntnis. It's only one language. Und absolute Erkenntnis bedeutet, es ist nur eins. That God speaks concerning us. Gott spricht nur eine Sprache, was uns angeht. So in Christ, he doesn't tell us that you're blessed and you're cursed. Also in Christus als Beispiel sagt Gott nicht zu uns, du bist gesegnet und du bist verflucht. You're rich and you're poor. Ja, du bist reich und du bist gleichzeitig arm. No. Nein. He tells us, he speaks to us only on one terms. Nein, er spricht zu uns wirklich über einer Sache. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 So now we understand the problems that we have. So nun begreifen wir die Probleme, die uns umzingeln. The problem is in the soul. Ja, das Problem liegt in der Seele. It's not in your spirit. Nicht im Geist. You are a spirit. Denn du bist Geist. Complete. Vollkommen. Perfect. Vollständig. Enriched. Bereichert. Blessed. Gesegnet. Victorious. Siegreich. Overcoming. Überwindend. Powerful. Kraftvoll. Righteous, gerecht, holy, heilig, beautiful, wunderschön, marvelous. Also wunderbar. That is who you are. Der bist du. But the conflict comes. Doch der Konflikt kommt. When your soul doesn't know that. Wenn deine Seele diese Wahrheit nicht kennt. When your soul is established on the knowledge of the possibilities of having something and its opposite. Ja, wenn deine Seele so festgefahren, festgegründet ist auf die Möglichkeit, etwas zu haben und gleichzeitig dieses zu verlieren.
I can be sick. Ja, when you say, for example, wenn du zum Beispiel sagst, ich kann nicht krank sein. I can be sick. Also ich kann krank sein. I can fail. Ja, ich kann versagen. There's a possibility that I don't make it. Es besteht die Möglichkeit, dass ich das nicht schaffe. Your soul is having a problem. Ja, was drückt diese Aussage aus? Diese Aussage sagt, meine Seele hat ein Problem. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, for you to receive life, damit du Leben empfängst, you have to receive the knowledge of Christ. Musst du die Erkenntnis Christi empfangen. So it is the only knowledge or the only food to speak figuratively that we are called to eat. Also so figurativ bzw. metaphorisch zu sprechen, ja, die Erkenntnis Christi ist die einzige Speise, wozu wir eingeladen sind, nämlich zu essen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Aber Vater. And so what does it do to our soul? Also was macht die Erkenntnis Christi mit unserer Seele? When you know who Christ is. Wenn du erkennst, wer Christus ist. And realize that who he is a reflection of who you are. Und du stellst fest, nämlich wer Christus ist eine Spiegelung dessen, wer du bist. Is what I defined. Das definiere ich so. As joy. Das nenne ich Freude. Amen. Amen. Joy. Freude. Is when you know God. Heißt, wenn du Gott kennst. And you realize. Und du stellst fest. That the God you know. Dass der Gott, den du kennst. Reflects to who you are. Nämlich spiegelt dein Dasein. That is joy. Genau das ist Freude. And so that is why. Deshalb. In Scripture. In der Schrift. The psalmist says, "Restored unto me the joy of thy salvation." Deshalb sprach der Psalmist oder der sang eigentlich, nämlich stelle wieder her, und zwar stelle mir wieder her die Freude deiner Errettung. The joy of your salvation. Die Freude deiner Errettung. What is salvation? Was ist Errettung? Is his life. Errettung ist sein Leben. And how do we get his life? Und wie bekommen wir sein Leben? Through the knowledge of him. Und zwar durch seine Erkenntnis. And so how is our joy restored? Also wie wird nun unsere Freude wiederhergestellt? How do we stand on salvation? Wie können wir feststehen auf die Errettung? When we know him. Wenn wir ihn erkennen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So, the more we know him, umso mehr wir ihn kennen, we walk in joy. Wandeln wir in der Freude. Because joy is our strength. Denn Freude ist unsere Kraft. Nehemiah 8, the verse number 10. Das finden wir in Nehemiah 8, Vers 10. It says, the joy of the Lord is thy strength. Dort heißt es, die Freude des Herrn ist eure Kraft. Amen. Amen. Halleluja. Aber Vater. So our strength. Also unsere Kraft is established ist gegründet in the joy of the Lord. In der Freude des Herrn. Because when you are not joyful, denn wenn du nicht freudig bist, you're powerless. Dann bist du kraftlos. You're weak. Du bist schwach. You're feeble. Ja, also du bist wirklich am Schwächeln. You're weary. Ja, also du bist ermüdet. So every sign of lack of joy. Ja, also jegliches Anzeichen, dass dir Freude mangelt. It's not because the things around you is not pleasant. Also ich sag's mal so, es ist nicht, weil dein BMW noch nicht angekommen ist. Amen. Amen. It's not because somebody hasn't, you know, do to you what you deem right. Es ist nicht so, es ist nicht deshalb, weil jemand dir noch nicht Gutes angetan hat. Your lack of joy, deine Mangel an Freude, is your lack of knowledge of Christ. Das zeigt auch dein Mangel an Erkenntnis Christi. When our soul gets to that place, wenn unsere Seele hier ankommt, we are unshakable, dann werden wir unerschütterlich. We are powerful, wir sind kraftvoll, and we are ever, ever strengthened. Und wir sind und zwar immer und fortwährend gestärkt. Jesus said to us in John 15. In Johannes Evangelium 15 hat Jesus folgende Aussage getroffen. John 15, the verse 11. Johannes 15, Vers 11. It says, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be
full. Dies habe ich euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig ist. So he has spoken. Also er hat gesprochen. So that our joy may remain. Damit unsere Freude da bleibt. Which is the joy of God. Und das ist auch die Freude des Herrn. And so the more we know God, umso mehr wir Gott kennen also, the more we partake of his joy. Desto mehr haben wir Anteil an seiner Freude. Because God is joyful. Denn warum? Gott ist Freude pur. Amen. Amen. God is the definition of joy itself. Gott ist selber die Definition von Freude. He is powerful because he is joyful. Gott ist kraftvoll, weil Gott freudig ist. And so the more God knows himself, umso mehr Gott sich selbst kennt, the more joyful God is. Ja, desto freudiger ist er. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And because God is continually knowing himself, und weil Gott fortwährend sich selbst kennt, he is continually joyful. Ist er immer freudig. And so what the Spirit of God is doing to us, also was der Geist Gottes mit uns anstellt, to save our soul, damit unsere Seele gerettet ist, is to reveal to us the knowledge of God, ist uns zu zeigen die Erkenntnis Gottes, which is in Christ Jesus, und das befindet sich in Christus, which is a reflection of who we are, und diese Erkenntnis in Christus ist eine Spiegelung dessen, wer wir sind. And if Christ is in you and I, und wenn du wahrnimmst, dass Christus in dir ist, joy is in us, dann ist Freude auch in dir. It's not something external. Es ist nicht was Äußerliches. Amen. Amen. So our strength, unsere Kraft, our also power, unsere Stärke, is based on, ist, on joy, ist fundiert auf die Freude. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so Jesus says, these things have I spoken unto you, that my strength might remain in you and that your strength might be full. Dementsprechend sagt Jesus dies aus, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Kraft in euch ist und eure Kräfte völlig ist. Because joy is equal to strength. Denn Freude ist gleich Kraft. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs 24, the verse 10. Sprüche 24, Vers 10 verrät uns. Now look at what you know Proverbs says. Schaut euch mal an, was Sprüche sagt. It says, if you faint in the days of adversity, your strength is small. Hier heißt es, zeigst du dich mutlos am Tag der Not, ja, gerät deine Kraft in Not. Amen. Amen. If you faint in the days of adversity, your strength is small. Nämlich am Tag der Not, am Tag der Schwierigkeit, wenn du aufgibst, wenn du nachlässt, wenn dir die Puste ausgeht, was passiert, dann heißt es, dass deine Kraft knapp ist, die ist kleinlich. This world in which we live in, die Welt, in der wir wohnen, is adverse. Ist wirklich entgegengesetzt. Is an adversity. Diese Welt stellt eine Schwierigkeit dar. Is a contradiction. Ja, die Welt stellt einen Widerspruch dar. To who you are. Und zwar zu dem, der du bist. So, if you faint, also, wenn du nachgibst, wenn du nachlässt, in the days of your earthly journey, nämlich und zwar an deinen Tagen hier auf Erden, the reason is because your strength is small. Der Grund ist einfach, deine Kraft ist knapp. And your strength is as a result of your knowledge of him. Und deine Kraft ist das Resultat von deiner Erkenntnis von ihm. Amen. Amen. So the more you know Jesus, also umso Christ, mehr du dich mit Jesus Christus the more beschäftigst, you know who you are, umso mehr du erkennst, wer du bist. And the more established you are in the strength within you. Also desto fundierter wirst du in der Kraft in dir. Amen. Amen. We're powerful. Wir sind kraftvoll. So the voice of the enemy, und dementsprechend die Stimme des Feindes, speaks to our soul, spricht zu unserer Seele, to contradict, um zu widersprechen, our true identity, unserer wirklichen Identität, the absoluteness of who, of what we are, nämlich in Christ, dass die Absolutheit dessen, was wir sind in Christus. Amen. Amen. Glory be to God. Aber Vater. Glory be to God. Amen.
Amen. Halleluja. Amen. Mhm. So it becomes so paramount. Also nun wird es sehr, sehr wichtig, for us to have the knowledge of Christ. Dass wir die Erkenntnis Christi bekommen. Amen. Amen. It's a matter of life and death. Denn das, hier geht es um Leben und Tod. The knowledge of Christ, die Erkenntnis Christi, is not an option. Es ist keine Option. Amen. It's not a doctrine even. Also ist noch nicht mal ein Lehrsatz. It's not a subject in the Bible. Es ist kein Thema in der Bibel. It's what your soul needs. Denn die Erkenntnis Christi ist genau das, was deine Seele braucht. Amen. Amen. That is the only thing we all need. Das ist das, was wir alle brauchen. Amen. Amen. To know Christ. Nämlich Christus zu kennen. Glory be to God. Ehre sei Gott. It may be in different ways, but the ultimate is to know Him. Also das mag ja auf verschiedene Art und Weise passieren, doch das Allerwichtigste ist, Christus zu kennen. Isaiah 5, the verse number 13. Jesaja 5, bitte aufschlagen, wir lesen Vers 13. Amen. Amen. Please bear with me, I just have to, you know, rush through some few scriptures and then we're gone. Ja, also ich bitte einfach um Entschuldigung, wir gehen durch ein paar Schriften und dann können wir schon los. Because this can only be settled through scriptures. Denn das kann man nur klären durch die Schrift. Now he says, therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge. Darum zieht mein Volk gefangen weg aus Mangel an Erkenntnis. And their honorable men are famished and their multitude dried up with thirst. Nämlich seine Vornehmen sind, und zwar sind Hungerlieder und seine lärmende Menge ist ausgedörrt vor Durst. So captivity is as a result of no knowledge of God. Ja, also Gefangenschaft ist das Resultat von keiner Erkenntnis Gottes. Amen. Amen. When you are held captive by the mentality, by the knowledge, by the awareness of poverty, awareness of being curse, awareness of being a failure. When your mind has been held by that and has been cemented by the doctrine of generational curses and all things that we see here today, then you become established as a captive because you have been held captive by that knowledge. Und dementsprechend, wenn die Seele wirklich gefangen genommen ist, und zwar durch verschiedene Lehrsätze über Armut, Lehrsätze über Schwierigkeiten, schwierige Lagen, Lehrsätze über Versagen. Und dann diese Lehrsätze, sie werden nochmal fundiert, also sie werden zementiert, ja, wirklich betoniert in solche Sachen wie Generationsflüche und ja, was Oma getan hat, hat eine Wirkung auf mich. All diese Dinge, ja, was wurde denn mit der Seele passiert? Die Seele bleibt gefangen. Amen. Amen. The verse 14, therefore hell has enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory and their multitude and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. Ja, Vers 14, darum sperrt der Sheol seinen Schlund weit auf und reißt seinen Rachen auf ohne Maß. Und hinab führt seine Pracht und seine Getüme und sein Lärm und war darin jauchzt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So hell enlarges itself. Also die Hölle vergrößert sich. Where there is no knowledge. Und zwar dort, wo es Mangel an Erkenntnis Christi ist. Amen. Amen. So when you don't know God. Also wenn du Gott nicht kennst. Your soul experiences hell on earth. Deine Seele erfährt Hölle auf Erden. Isaiah still. Ja, immer noch im Buch Jesaja. Isaiah 33, the verse number 6. Jesaja 33, wir lesen Vers 6. It says, and wisdom and knowledge shall be the stability of their times and strength of salvation. The fear of the Lord is the treasure. Und sichere Zeiten wirst du haben, Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn wird dein Schatz sein. Amen. Amen. The times of adversity, nämlich in schwierigen Zeiten, the stability of that time, damit du sicher wandelst in diesen schwierigen Zeiten, is knowledge and wisdom. Dann brauchst du Erkenntnis und Weisheit. In the days of adversity, nämlich in schwierigen Tagen,
What do you need? Was brauchst du? You need the knowledge and the wisdom of God. Du brauchst die Erkenntnis und die Weisheit Gottes. Which is Jesus Christ. Und genau das stellt Jesus Christus dar. Amen. Amen. And so this is what Isaiah is telling us here. Und genau das berichtet uns Jesaja. And he says that the knowledge and wisdom is the strength of salvation. Nämlich Erkenntnis und Weisheit ist die Stärke des Heils, ist die Kraft der Errettung. In other words, anders gesagt, it is the joy of salvation. Das ist die Freude von der Errettung. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, Vater. We only need to know Jesus. Wir brauchen nur Jesus zu kennen. Amen. Amen. Our soul needs to know Jesus. Unsere Seele braucht die Erkenntnis Jesu. God is a spirit. Gott ist Geist. And we are a spirit embodied. Und wir sind Geist, die einen Körper bzw. ein Geist, die verkörpert sind. Amen. Amen. God is a spirit. Gott ist Geist. And we are a spirit. Und wir sind Geist, embodied. Nämlich in einem Körper. So God has embodied himself in you. Also, anders gesagt, Gott hat sich selbst in dir verkörpert. Aber Vater, aber Vater. The problem is that you don't know. Ja, das Problem liegt darin, dass du das nicht erkennst. And that's why you're suffering. Und deshalb leidest du. That's why we're all suffering. Und deshalb leiden wir alle. Because we don't know. Weil wir das nicht erkennen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Amen. So the gospel of Jesus Christ. Also das Evangelium Jesu Christi. Is a revelation of the knowledge of God. Ist die Offenbarung von der Erkenntnis Gottes. We can do all things. Wir vermögen alles zu tun. Through Christ. Und zwar durch Christus. That strengthens us. Also der in uns die Stärke ist. How are we strengthened? Wie werden wir nun gestärkt? Through Christ. Durch Christus. How? Ja, wie? Through the knowledge of Christ. Durch die Erkenntnis Christi. I'm trying to unveil to us our responsibility. Also ich zeige uns durch meine Aussage unserer Verantwortung. What are we how are we to respond to all what God has done? Wie sollen wir nun reagieren, und zwar auf alles, was Gott getan hat? Through having knowledge. Ja? Wir reagieren durch Erkenntnis. The knowledge of the person of Jesus and the knowledge of the work of Christ. Und zwar indem wir die Erkenntnis von der Person und von den Werken Christi erwerben. Amen. Amen. So through Christ, also durch Christus, we are strengthened. Sind wir gestärkt. He that knows God, derjenige, der Gott kennt, shall do exploit. Was tut er? Großartiges. Amen. Amen. He shall be strong and do exploit. Solche Menschen sind stark und tun Großartiges. So it's all about knowledge of God. Also es geht um die Erkenntnis Gottes. Amen. Amen. Not the relative knowledge. Wir reden nicht von der relativen Erkenntnis. We're talking about an absolute knowledge. Wir reden von der absoluten Erkenntnis. Amen. Amen. We live in a relative world. Wir wohnen in einer relativen Welt. But we are an absolute being. Doch wir sind absolute Wesen. Amen. Amen. We don't have any opposite. Also wir haben kein Gegenteil. Amen. Amen. We are absolute. Wir sind absolut. But we live in a relative world. Doch wir wohnen in einer relativen Welt. So the knowledge of who we are, also die Erkenntnis dessen, wer wir sind, overcomes the world. Überwindet für uns die Welt. That is why in our previous, you know, our previous sermons, und deshalb in unserer, nämlich in unserer vorigen Predigten, I've talked about supposed identity and your true identity. Wir haben über die scheinbare Identität gesprochen und die wirkliche Identität. Because your supposed identity, denn deine scheinbare Identität, is not you. Das bist du gar nicht. Amen. Amen. It has been formed through your experiences in this world. Die scheinbare Identität hat Gestalt genommen, und zwar durch deine Erfahrungen auf dieser Welt. Through the knowledge that the world gives to you. Ja, durch die Erkenntnis, was du aus der Welt bekommst. Amen. Amen. But your true knowledge. Doch deine wirkliche Erkenntnis. Your true identity, deine wirkliche Identität, is based on the knowledge that the Father gives to you. Es ist fundiert auf die Erkenntnis des Vaters zu dir.
And if you and the Father, wenn du und der Vater, has a relationship of Father and Son, führt ein Vater-Sohn-Beziehung. It is only the Father that can reveal the Son. Es ist nur der Vater, der den Sohn zeigen kann. Amen. Amen. So let us be established. Also lass uns fundiert sein, unshakable, unerschütterlich, to know that who Christ is, zu erkennen, dass wer Christus ist, is who we are. Genau das sind wir auch. So what is joy? Also was ist Freude? Is to know him, Freude ist ihn zu erkennen, and to know us in him, und auch uns in ihm zu erkennen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. That is where our joy is. Genau dort liegt unsere Freude. And when our joy is established, und wenn unsere Freude gegründet ist, everything is established. Ist alles gegründet. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. It says, but they that wait upon the Lord, Isaiah 40. Jesaja 40, noch mal kurz aufschlagen. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Which verse? Isaiah 40, the verse 31. Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Amen. Amen. They that wait upon the Lord. Ja, die auf den Herrn hoffen. Amen. Amen. The word wait there is the word quaver in the Hebrew. Also hoffen im Hebräischen heißt quaver, which means to bind together. Das bedeutet, man bindet sich zu jemandem zusammen. Amen. Amen. When you are bound together with the Lord. Wenn du dich mit dem Herrn zusammentust. When you are interwoven. Wenn du mit dem Herrn verwoben bist. You become one with him. Dann bist du eins mit ihm. What happened? Was geschieht dabei? Your strength is renewed. Ja, deine Stärke wird erneuert. Amen. Amen. There is an exchange. Denn es findet einen Austausch statt. Your old strength. Ja, deine alte Kraft gives way to your new strength. Weicht und zwar für deine neue Kraft. Because your old self, your old strength, denn deine alte Selbst, die auch deine alte Kraft darstellt, is based on the knowledge that you have of your old self. Ist fundiert auf die Erkenntnis, was du besitzt über deine alte Selbst. But now you have become one with Christ. Doch nun bist du eins geworden mit Christus. And so your new self is based on the knowledge of Christ. Nun, deine neue Selbst ist fundiert auf die Erkenntnis Christi. And that is the source of your strength. Und genau diese Erkenntnis Christi ist die Quelle deiner Stärke. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. And so that's why Isaiah says, you shall mount up with wings as eagles. Und deshalb sagte Jesaja, du wirst und zwar dich emporheben mit deinen Schwingen wie die Adler. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. We've been called to fly. Wir sind berufen, nämlich zu fliegen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Aber Vater. So our strength has been renewed. Unsere Stärke also ist erneuert. Because of our oneness with him. Aufgrund unserer Einheit mit ihm. And so we continually exchange our strength by knowing who Christ is. Also wir tauschen unsere Kraft aus. Wir wachsen in der Stärke, indem wir in unserer Erkenntnis Christi wachsen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Aber Vater, let's be on our feet. Lass uns bitte aufstehen. Let's be on our feet. Bitte lass uns aufstehen.